Wir reservieren für Freunde, du Autist. Was ist denn das jetzt schon wieder? Schönes Game. Sieht doch gut aus. Na, diesmal verlieren wir die 18 Elo. Weißt du, da spiele ich meine Punkte schon runter. Das wird halt einfach noch schlimmer, was? Man muss das zum Bekommen, muss man auch zurückgeben. Ja. Warum kriege ich in jedem Game Millenniums? Wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, ich gehe Full Flying. Ich glaube, ich gehe wieder Ranger. Nee, ich habe eine bessere Idee. Ich bin der ehrenloseste Spaß, den man sich nur vorstellen kann. Ja, und jetzt erzählt mir was Neues. Please. So. Generell immer die Single schicken. Einfach aus Prinzip. Ja. Siehst du auch diesen grauen Lebensbalken hier? Warte, ich bin noch am gucken, was ich mache. Tut und tun. Grauer Lebensbalken. Wo? Da. Nö. Komisch. Ich hab's auf Kamera. Ich bin im Film. Sie sind live dabei. Lowen ist scheiße. Also man kann zwei Worker pushen immerhin, aber ja. Investment ist ziemlich scheiße. Venture ist halt okay, aber das ist halt risky. Oh, die haben einen Cross. Wir schicken auf dieses Cross. Gut, dass ich ihn schnell geschickt habe, ne? Hast Obwohl, du? Bringt, ja. Ja, die bringt halt nicht so viel, ist halt deine nicht so. Honeyflower, ne. Wollen wir auf 3 saven? Obwohl, die gehen eben Pyro, bringt nichts. Die haben Honeyflower und gehen Pyro, das bringt halt null. Wir könnten halt auf 4 mit versuchen, da hier diese Viecher mitzuschicken. Ja. Dann gehen sie vermutlich auf die ausgebaute Flower oder so, aber die ist auch. Da müssen wir jetzt schauen. Ich würde jetzt sagen, auf 4, wir gehen auf 4. Okay. Und schicken da Brutes mit. Oder eine Brute und eine Dragon Turtle, um die Honeyflower schnell wegzukriegen. Das können wir auch versuchen. Kazavan, Windhawk and 2 Protons actually hold Snell on 1. Oh, ich hätte die Pewies nehmen sollen anstatt. Ich habe jetzt keine gute Arcane Armor für Wave 3. Ja, ich habe Wild Shrooms. Oh ne, ich brauche ja gar nicht. Ich habe ja meine Bone Warriors. Ah, immerhin. Ich krieg jetzt geschickt. Snail. Meiner safe wahrscheinlich auf die 3 und schickt mir dann eine Fiend. Deswegen gehe ich einfach einen Bone Crush und hat sich das erledigt. So. Los, Ranger. Wir go, go, Power Ranger. Nee, das hat er. Alter, du brauchst ja mega lange. Ja, voll gut für unseren Sand. Ja. Hätte ich jetzt noch einen dritten Worker. Ja, hätte Fahrradkette, ne? Ja. Na voll gut, ich habe eine APS und Ranger und Bazooka. Ranger, APS, Ranger und Bazooka. Ja. Du bist schon ein cooler Typ, ne? Schon ziemlich. Echt neidisch. Mir fällt gerade auf, ich habe kein Pierce Damage abgesehen von dem Fire Archer. Ha, ich wusste es. Da ist die Fiend. Was haben die jetzt gebaut? Die haben einen Pyro. Dann lass uns eher auf die Brutes gehen. Ja. Oder sagen. Schickst du eine Brute und ich eine Dragon Turtle? Okay. Oder andersrum? Ich habe die Brute schon geschickt. Okay, ich die Dragon Turtle. Ich glaube, ich lieg das eh noch. Das heißt, wir haben noch Zeit. Ich glaube, ich brauche einfach nur mega lange. Vermutlich liege ich so an. Alter, ich liege nicht. Habe ich das? Ich habe das vermutlich auch noch. Aber unser Team liegt so richtig.
Ich hab das. Also mein Bone Crusher kommt da gleich full life rein. Ah, das ist eine Violet, die hat das. Okay. Gegner liegt auch. Warum kriege ich immer noch 400 Recommended Value angezeigt, obwohl er mir eben geschickt hat? Und die letzten Runden immer. Ja, das verstehe ich gerade auch nicht. Fickt euch doch. Weil wir über 360 angezeigt. Schaffe ich noch die Dragon Turtle? Oder liegt, hängt das damit zusammen, dass du vorne einen Mudman stehen hast, der ist fortified? Meinst du, der nimmt das nur rein? In der Das ist auch Richtung? gut möglich, dass das irgendwie mit rein zählt. Hat einen Wald schon gesetzt. Und natürlich hat er den Wald schon so gesetzt, dass meine Dragon Turtle die Honeyflower nicht angreift. Okay, ich krieg auch eh mega aufs Maul. Interesting. Die haben das. Ich nicht. Ja, das Cross hält. Oh, ich hasse Cross. Das nächste Mal auf 6. Ja. Auf 6 dann mit Brute. Sie sind. Haben die Flower nicht ausgebaut, ne? Wir hätten Nee. beide Brute schicken sollen. Oh, ist das viel Geld. Hate my life. So, schicken wir jetzt einfach Brutes mit, ganz viele. Ja. Ja, das hätte er uns früher sagen sollen, dass sie auf 7 wollen. Dann gehen wir jetzt auf sie. Toll. Canopy und 3 Pyros. Die Brutes kommen halt gar nicht mal durch. Boah, ist das eklig. Ah. Ich schaffe eine Maul, schaffst du einen Hermit? Nein. Ja, Wir doch, sollen ein jetzt auch Hermit. für 8 Hermit. gehen, hat er gesagt. Aber ein Hermit würdest du schaffen. Ach so, ja, ein Hermit würde ich schaffen. Nee, dann gehen wir halt auf 8. Ich kann jetzt halt meinen vierten Worker nicht pushen, damit bin ich mega behind. Schaffst du ein Packleader? Eventuell. Wahrscheinlich, aber ohne Income.
Ich liege ganz, ganz langsam. Soll ich seine Maul schicken, hat er gesagt, ne? Ja. Ja. Schicke ich mal meine Maul. Wobei ich mich gerade frage, warum schicken wir Packleader Maul, wenn die 8 Das ist eine Ranger. Ranged-Einheit ist ja. Aber vielleicht, weil die einfach Wir schicken zusammenlaufen, noch aber. ganz viele Schnecken hinterher. Ja. Bin ich ja mal gespannt, ob das was wird. Im Cannon Ich auch. Price. Na, die kommen spät rein, die Packleader und die Safety Maul. Ja, das ist beim Cross immer so die Sache, dass die verspätet kommen. Aber die Pyros sind halt zu tanky, die werden hier jetzt Ja, trotzdem einfach wir haben clearen. das. Auf 10 können wir nochmal versuchen. Ja, auf 10 sind die halt echt schwach. Das ist jetzt halt so unsere Sache. Safety Mode. Weil immerhin nur 120, da hatte ich jetzt mit mehr gerechnet. Auch wenn das schon kritisch genug wird. Ich schaff die Mole. Schaffst du? Du schaffst den Heimat, oder? Ja, müsste ich schauen, aber ja, sollte ich eigentlich, musste eben halt Dingens ausbauen, Supply. Aber hey, ich glaube, ich sollte das sogar halten. Ich bin begeistert. Ich liege ganz langsam. Und plötzlich sind meine Ohren frei. Das hasse ich, Ich hasse es, wenn meine Ohren frei sind. ey. Nee, also dieses plötzliche, du schluckst und dann ist auf einmal alles wieder okay. Machen die das noch? Nee, oder? Nee. Aber der andere hält sich gerade krass hoch. Das wird doch mal ein bisschen länger dauern. So. Dann schaffe ich sogar meinen Hermit noch vom Income. Sweet. Und ich schicke noch Lizards. Oh, schade, du hast nicht noch einen Desert geschickt. Ich war gerade perplex. Deathcap ausgebaut haben die und noch mehr Pyros. Ja, wir müssen. Die Lizards sind halt gut gegen die Canopies. Ja. So, aber die sollten jetzt da eh. Der Fatalisierer nervt gerade extrem. Ja. Der macht schon 500 Bonus-Damage. 600. Und der wird nicht angegriffen. Na jetzt. Das reicht trotzdem nicht. Was
die für eine krasse Cross-Kombo haben. Na, jetzt ist halt der Schaden, jetzt ist der Schaden weg. Der hält das trotzdem, oder? Ja, ich glaube auch. Oder? Nee. Nee. Immerhin. Krass, ey. Dann nochmal auf 13, oder? Ja. So, ich gehe, glaube ich, fürs Investment. Wenn sie jetzt schicken, dann bin ich richtig RIP. Ich habe 1700 Recommended Value und habe 1400. Ich bin auch, oh mein Gott, ich bin 300 drunter. Ja, ich auch. Ei, caramba! Muss gleich Fire Archer wie Hölle spammen. Ja, die schickt nicht. Ein Glück. Glücklich. Glücklich sind die geistig Armen, denn ihnen ist das Himmelsreich. Bibel. Genesis? Keine Ahnung. Und Antler. Haben die. Mech und Grove. Spielen die. Das ist eine ehrenlose Scheiße. Pyros nerven. Vor allem, wenn sie oder dann wir gehen 14. Ja, sie werden vermutlich das Gold nämlich nach Wave 12 usen können. Dann lass uns 14 gehen. 14. Ja. Ja. 14 ist besser. Oder die schicken jetzt, sind dumm. Schade. Ich mag dumme Gegner. Aber ist er auch für Venture gegangen, oder nicht? Das heißt, ihr habt jetzt gleich nochmal extra 300 Gold oben drauf. Das ist so schwierig. Was sollen wir machen? Geht 14. 14 ist besser. Die sind alle schlechte 14. Bis auf die Canopies halt, ne? Ja, aber davon haben die nicht so viele. Okay. Haben die ja nur 3 Stück oder 2. Und die Spell Resistance ist halt krass gegen die Death Cap und die Pyros. Okay. Hast mich überzeugt. Ja, hab ich. Hast du? Krass. Ich vertraue dir, Senpai. Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Aha, jetzt kriege ich wieder die normale Recommended Value von 2200 angezeigt. Obwohl so tolle Rechnung. Ist aufgegangen. Dieses Rechensystem, das ihr da habt. Unglaublich. Sie haben uns seit Ewigkeit nichts geschickt, aber... Die schicken auch auf 14. Ja, aber wir müssen jetzt halt auch irgendwie... Ich schicke ein Voreis, du schickst ein Voreis und dann... Voreis bringt nichts. Ich? Das ist ja Magic Devils, die haben gerade Candlepies gespammt für die Hölle. Also ich schicke Auren. Ich schicke Auren und du schickst krassen Damage, Zentauren. Oh, schaffst du einen Zentauren? Ja, klar. Soll ich? Dann gebe ich alle Auren und du einen Zentauren. Okay. Weil ich dachte, der ist halt recht gut gegen die ganzen Pyros und so weiter. Aber dann, wenn die Gegner weg sind, können okay. Die Slugs halt durchrasieren, ne? Okay. Ich habe einen Zentauren geschickt. So...
But well, I'm fucked now. Es geht voll. Ja. Ich bin halt nicht so gut gegen diese Wave. Ist halt so die Sache bei mir. Aber ich habe da auch den größten Teil, also ich liege nicht allzu wild. Also die Gegner liegen hart, wie es aussieht. Oder? Ne, da lebt noch ein Cannonball, scheiße. Liegen die überhaupt? Die haben das. Ich liege 2 und eine Safety Mole. Okay. Die liegen nicht. Was ist das ehrenlos? Oh, ist das ekelhaft, ey. Bei uns hält keiner. Ich will doch schon wieder nicht mehr. Ich auch nicht. Ich find's auch ganz nett, wenn der King eigentlich die Safety Mode angreifen würde. Wie viel Damage macht das denn? Das waren irgendwie 10 Stück waren das. Ja, gleich ist Wave 15, danach können wir Worker gehen. Wenn. Jetzt. Geh in Phoenix und spare mir 100 Gold. Eben. Was bringt's denn jetzt ohne Ende Worker zu? Wenn wir gleich erst. Was ist denn die nächste dicke Waffe, wo wir schicken können? 17? Wir haben noch eh verloren. Aber ja, rein theoretisch 17 oder sowas. Ich raff's nicht. Das kann doch nicht so krass sein. Ach ja. Ist das ein Spaß? Spaß, 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 Spaß. Banana Heaven. Der OE von diesen Pyros ist einfach dumm. Wir schicken ja jetzt, ne? Ja. Ah, wir wurden outplayed. Ich schick noch einen Hermit, schaffst du noch irgendwie? Ich schaff noch die. Oh, nee. Ich schaff noch den Packleader. Okay, du schaffst noch ein Pack wieder. So, was schicke ich denn dann noch?
Was soll ich denn noch schicken? Ist die Frage. Ich bin knapp 1000 Undervalue. Warum? Zu wenig Income. Ach, einfach von allem zu wenig. Ist zu ätzend. Was habt ihr mit unserem schönen Spiel angestellt? Die letzten Patches haben mich alle so angepisst. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, die machen Patches, haben aber selbst keine Ahnung, wie das funktioniert. Von wegen, die haben ja angeblich Pyro und Honeyflower genervt. Ja, sie wollten ja auch den Pyro fürs Cross nerven, in dem Sinne, dass sie da irgendwie den Splash Damage senken und so weiter. Das hat ja sehr gut funktioniert, wie man sieht. Ist jetzt EGG. Ja. Wir liegen 39. Wir sind eh schon auf 50 HP, ja. Oh lol, grün hält sogar noch. Vielleicht können wir das ja lang genug delayen. Kappa. Was denn? Er fällt jetzt ja echt schnell von den Gegnern. GG. Bye bye, 22 Elo. Nee, 22 sind es ja nicht, wir verlieren nur noch 18 oder so. Achso, 18 waren es? Schade. Schade, Schokolade. Wir gehen jetzt ins Casual. Nee. Nee, das bringt da auch nichts. Aber der 2400er war halt echt irgendwie.